Steadyface geht weiter. Ich bin gerade im Spiel. Ich wollte gerade nur schauen, ob es schon weitergeht. Und nach dieser Szene, wo Todd wahnsinnig wird, geht es jetzt gerade weiter und wir steigen direkt an. Ich bin wach, ich bin schon wach. Ah, kann ich das ausstellen? Und wie cool ist es, dass Steadyface weitergeht? Ich wollte gerade nur schauen, ich dachte, sie ist noch draußen. Aber dann ging es plötzlich weiter nach dieser Szene, wo es das letzte Mal endete. Verlassen, ja. Und es ist jetzt wieder Steadyface-mäßig extrem abgefuckt. Was ist das? Der Beelzebub? Wer bist du? Ich bin Fürst Beelzebub. Wow, echt? Du bist der Teufel oder sowas ähnliches? Nein, es ist ein Spitzname. An mich verliehen von meinesgleichen. Familien können so grausam sein. Wie wahr? Darf ich durch diese Türe gehen? Du bist gerade erst gekommen. Nein, du darfst hier nicht weiter. Oh. Zuerst musst du mein Kunstwerk bewundern. Deine Kunstwerke? Ja. In der Finsternis sind es fünf. Das fünfte darfst du nicht sehen. Von den übrigen vier musst du drei bewundern, um zu verstehen. Sobald du dies getan hast, darfst du dich wieder melden. Klar, ganz wie du willst, Edgar. Für dich immer noch Beelzebub. Fürst Beelzebub. Okay, Bubi. Ja, wieder da. Okay, das ist irgendeine Art Rätsel. Wahrscheinlich muss ich mir nochmal anhören. Ich bin gerade gehypt, dass es überhaupt weitergeht. Spähende Augen. Ich habe ein bisschen Angst wieder. Es klopft an der Tür und ich konnte wieder sehen. Ich war wieder ich selbst. Plötzlich wurde ich zum Handeln gezwungen. Und diese Freiheit entpuppte sich als Illusion. Ich musste alles mit ansehen. Ich war gefangen in meinem eigenen Geist. Ich habe entsetzliche Dinge getan. Unverzeihliche Dinge. Da komme ich nicht weiter. Es tut mir so leid. Okay. Geht's da auch noch weiter? Ein Symbol. ND würde ich da lesen. Ich schaue es einfach in die Tür mal an. Innere Sünden. Ihre Sünden, okay. Was haben wir getan, um dieses Leid zu verdienen? Sie hätten uns alle verschlingen sollen. Nichts konnte sie aufhalten. Die brennenden Lichter der Götter schwanden. Ihre wachsamen Augen verzerrten sich unter den Schreien. Danach war es alles schwarz. Okay. Ich habe doch überhaupt keine Ahnung, was ich machen muss. Da ist wieder ein DF. Dieser verrückte Grafikstil wieder. Trapanrot. Bevor er mich fand, war ich ein Wrack, zerstört und verloren. Er sah mein Gesicht und ich sah mich, wie ich war. Nachdem mich alle verlassen hatten, nach Jahren, in denen mich niemand wahrnahm, sah er mich und wir verliebten uns. Und alles war gut. Bis der Traum wieder zerbrach. Nun gibt es nur noch Qual. Irgendwas mit diesen Zeichen auf sich, aber da kann ich nichts machen, oder? Nein, da passiert gar nichts. Habe ich eigentlich ein Inventar noch? Ich weiß recht mehr, wie ich das öffnen kann. Vielleicht habe ich auch gar kein Inventar gerade. Oder was mit der Maus irgendwas? Mit der Maus geht gar nichts. Verschlossen? Oh.
Okay, das Geräusch ist, glaube ich, nur zufällig, oder? Oder stimmt das jetzt plötzlich? Na gut, da muss ich später nochmal reinschauen. Wie kann ich denn das beenden? Wow. Ich habe Angst vor der fünften Tür. Okay, also ich muss mir die Zeichen merken. Aber wie viel waren das? 3 Stück? Ja. Das heißt wahrscheinlich immer das erste Zeichen, was man da sieht. Wobei, das sind wirklich 2. Also ich nehme als erstes mal das N. Dann nehme ich das... Ja, das jetzt zum DF. MDF. Wo ich weiß, welches ich davon nehmen soll. MDF und dieses Blitzsymbol oder dieses Kreuz. Was gibt's denn da alles? Gibt's da so ein M? Oder N? War das ein N? Ein N was, glaube ich. M. Dann war so ein DF. Wo ich, glaube ich, dieses D mal nehme. Und da war dieser Blitz. Trotzdem nichts. Ich muss mich, glaube ich, nochmal anhören, was der Typ meinte. Also, spähende Augen. Sie sind erfüllt von Reue und Schmerz. Ihre Sünden. Sie leiden furchtbare Schmerzen. Trapanrot. Sie sind am Boden zerstört. Darf ich jetzt durch diese Tür gehen? Ist kein Zurück mehr. Danke. Okay, gern geschehen. Man sieht sich, Bubi. Okay, jetzt gleich da durch. Die Frage ist, will ich da durch? Teleface im Fernseher. Oh. Überall nur Rauschen? Okay. Selfie ist jetzt schon viel erwachsener. Ladegerät. Hä? Wo ist mein Handy? Oh, schön da mit den ganzen Drogen am Nachttisch und auch noch mit diesen ganzen verschiedenen Augenfarben. Ladykorn. Immer diese... Hey, das kennt man doch, dieses Bild. Na, wer kann's erraten? In die Kommentare damit. Da, wo ich jetzt über mir quasi. Finde ich cool, was die alles einbauen. Selbstzimmer. Oh, eine Gamecube. Wie geil. Unser eigenes lokales Mysterium. Weitere Nachrichten. Heute Morgen ist ein Brand in den Nockfellwerken ausgebrochen. Die Feuerwehr war sofort zur Stelle, dennoch fiel der Großteil des Gebäudes unter darin befindlichen Materialien zum Feuer zum Opfer. Dem Feuer zum Opfer, bevor es gelöscht werden konnte. Die Fabrik war seit 1934 ein wichtiger Arbeitgeber für unsere kleine Stadt. Das ist der 3. Brand in der Geschichte des Werkes. Jedoch hat niemals zuvor das Feuer so schlimm gewütet. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus. War aber zu keiner weiteren Stellungnahme bereit. Vor einigen Monaten jährte sich der Tag des 2. Feuers, das verheerendste bisher, bei dem über 20 Menschen ums Leben kamen. Glücklicherweise gibt es nach dem heutigen Feuer keine Toten zu beklagen. Jedoch werden 3 Fabriksarbeiter im Spital, cool, dass sie Spital sagen, ist auch österreichisch, ich glaube in Deutsch sagt man ja Krankenhaus, wegen leichter Verletzungen behandelt.
Unklar ist, ob die Nockfellwerke wieder aufgebaut werden können. Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens hat sich zusehends verschlechtert. Während die Werke wieder aufgebaut, ist mit einer Welle der Arbeitslosigkeit zu rechnen. Wir halten sie auf dem Laufenden. Ich bin nicht wirklich in Stimmung, aber für GameCube ist man immer in Stimmung, Sally. Keller, Badezimmer? Wo bin ich denn da jetzt über? Bin ich doch jetzt im Haus eigentlich? Da kann ich gar nichts machen. In den Keller schaue ich nach einmal. Selbstzimmer. Nein, ich bin ganz woanders. Nach oben ging es dann nie, wo ich vorher war. Und in den Keller auch nicht. Das ist jetzt so, als wäre ich in der Eingangstür. Ja, ich bin in einem Einfamilienhaus, glaube ich. Ich schau mal nach oben. Wer bist denn du? Neil? Morgen, Sergio. Was gibt's? Hey, Neil. Keine Rossschwänze heute. Ich hab dich doch nie mit offenen Haaren gesehen. Hätte dich fast nicht erkannt. Ja, stimmt. Jetzt, wo er es sagt. Ja. Alles in Ordnung, Kumpel. Du scheinst irgendwie neben der Spur zu stehen. Albträume halten mich wach. Ja, mir geht's gut. Ja, komm. Ja, mir geht's gut. Hast du schlecht geschlafen? Ich hab gehört, dass du ein paar Mal gestern Nacht aufgestanden bist. Im unteren Stock steht eine Kanne mit frischem Kaffee. Ich weiß, dass du den nicht wirklich magst, aber er täte dir gut. Ich kann keinen Tag ohne Koffein schon beginnen. Ich auch nicht. Danke, ich fühle mich ein bisschen müde. Ich glaube, ich gehe jetzt wieder schlafen. Keine Ursache, Celio. Lass mich vorbei, Neil. Ich will zum PC. Ich muss Sallyface spielen. Ein Game-Joke im Game. In den unteren Stock. Dieses Geräusch hört sich nur komisch an. Was ist da eigentlich? Irgendein unbenutztes Zimmer. Aber warum sollte jetzt mit irgendeinem Fremden zusammenwohnen? Ich verstehe das noch nicht ganz. Keller. Gizmo ist doch da. Zumindest ist das Katzenbüro von Gizmo da. Ah, Gizmo, alter Freund. Alter, im Ernst? Wo kriegst du denn diese Aufkleber her? Extrem viele Sticker, alle von Gizmo. Wunderschön. Verlasst. Oh, hinterhofmäßig. Schuppen. Wir haben das Schloss gerade erneuert. Ich weiß nicht, welchen Code Todd genommen hat. Oh, Todd ist auch noch da. Gute Sache. Warte mal, Todd? Der war doch in der Irrenanstalt. Das heißt, er ist raus? Ich glaube, Todd ist raus. So, jetzt gehe ich mal vorne raus. Nie liebt dieses Zeug, aber ich kann den Geschmack nicht ausstehen. Nein, danke. Aber Kaffee ist doch der Klassiker, in der Früh vor allem. Es ist so hell draußen. Ja, und weiter? Geh raus. Tja, ich bin jetzt schon überfragt. Brauche ich den Code für den Schuppen vielleicht? Vielleicht kann Neil mir den Code auch sagen. Da gab's sonst ja nichts. Hast du mein Handy gesehen? Nirgends zu finden. Ach ja, habe ich gestern Nacht auf der Veranda gefunden. Ich wollte es nicht draußen lassen. Hätte ich fast schon wieder vergessen. Danke, ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich es vergessen habe. Kein Problem, kann jedem passieren. Hier, bitte. Oh, jetzt habe ich mein Handy. Wo ist Todd? Er hat Unterricht. Oh, stimmt ja. Was macht die Geisterjagd? Todd hat gemeint, dass in letzter Zeit nicht viel los war. Nicht viel los? Ich wünschte es, ich meine, nicht viel los. Es war wirklich überhaupt nichts los. Ihr Jungs versucht doch etwa wieder mich zu beschützen, oder? Ach, ist das... Ach, der ist das? Das war der Neil? Das war doch der erste Baumhorst, oder? Es ist lieb von euch. Aber ihr wisst, dass ich damit klarkomme, oder? Außerdem bin ich 2 Jahre älter als alle von euch. Nein, es ist nur so, wir... Ja, ja, 4 Freunde leisten einen Schwur vor 5 Jahren und ich respektiere eure Loyalität. Eigentlich finde ich das wirklich sehr, sehr sweet.
apropos süß. Ich habe gehört, dass die liebreizende Ash heute herkommt. Die Ash kennen wir auch noch. Die Engelschor-Ash. Der einsame Wolf, der vier Reiter, kehrt zurück. Freust du dich? Wir treffen uns heute Nachmittag. Also heißt das so viel wie Nein bezüglich der Freude? Ha, Sally? Ha? Nein, ich kann es kaum erwarten, sie zu sehen. Ich bin nur, weißt du, ich bin heute sehr müde. Da ist immer noch Kaffee im unteren Stock, der nach dir verlangt. Sallyface, komm und hole mich und trinke mich. Hast du diese komischen Geräusche gehört? Du musst dich schon etwas klar ausdrücken, Mr. Schlafmütze. Gestern Nacht, da dachte ich, ich hätte eine komische Sirene gehört. Ich habe nichts gehört. Vielleicht hat Gizmo wieder bis in die Nacht ferngesehen. Der Klassiker bei Gizmo. Nein, das war es nicht. Das war wie... Ach, vergiss es. Wahrscheinlich nur ein Albtraum. Mann, Kumpel, bist du sicher, dass es dir gut geht? Ja, Mann. Mir geht's gut. Was macht die Arbeit, Bro? Ach, verdammt, Arbeit. Ich muss heute die Morgenschicht übernehmen. Ich muss los, Sergio. Wir sehen uns. Ah, so kriegt der Weg frei.